herzlich willkommen. Hier ist der PMI Köln Chapter Podcast mit der Folge 13 und der fünften Unterepisode zum Thema agiles PMO. Mit mir hier Robert Link am Mikrofon, wieder Professor Dr. Ayelt Komus von der Hochschule Koblenz. Hallo Ayelt. Hallo Robert, grüße dich. Ja, Mensch, wir hatten ja ein bisschen längere Pause aufgrund von Ostern und viel Stress, aber jetzt freue ich mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben zusammen, um die nächste Episode aufzunehmen. Vielleicht kurze Zusammenfassung für die, die jetzt nicht wissen, was ist denn die nächste Episode oder von wo gehen wir eigentlich aus? Ich hatte kurz gesagt, wir hatten ja schon zu dem Thema agiles PMO, agile Methoden, das Methodenportfolio einbinden, vier verschiedene Episoden aufgenommen. Und jetzt ganz kurz so als Erinnerungsstütze für die, die vielleicht was nachhören wollen oder nochmal sich verinnerlichen wollen, wo sind wir eigentlich jetzt, von wo aus heben wir hier ab? Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ist das agile PMO denn eigentlich ein Widerspruch in sich selbst? Das klingt irgendwie so, zwei Welten, die kommen zusammen. Da hat man so ein bisschen drüber philosophiert und Daten und Fakten dazu bereitgestellt und sind auch davon ausgegangen, wie steht es eigentlich um die agilen Methoden? Ist es Modeentscheidung oder und du hattest dann mit Forschungsergebnissen, Umfrageergebnissen da Fakten dazu geliefert. Mhm. In der zweiten Folge ging es eigentlich darum, wie machen wir das dann, wenn so Methoden hybrid angewendet werden? Ja, hybride Nutzung, agile Methoden im klassischen Kontext, ist das nicht Fisch, nicht Fleisch? Oder wie mixen wir das und warum macht man das? Ne? Ja, wer sich dafür interessiert, kann dann die Folge PMICC 010 nachhören. In der Elva ging es dann drum. Da haben wir uns Frameworks angeschaut und Checks und Profiler und wie man denn rausfindet oder bestimmen kann, auf welchem Kurs man sich befindet. Und ja, ganz kurz zu dem Thema. Und in der letzten Folge ging es darum, wie mixt sich das denn jetzt? Wie sehen die grundlegenden Formen der Nutzung agiler Methoden aus? Und welche Modelle gibt es dafür? Und nachdem wir das beim letzten Mal halt besprochen haben, geht es halt heute darum, wie führe ich denn sowas ein? Ja, wenn ich jetzt anfange, gerade aus der Sicht des PMO, und ich möchte agile Methoden einführen. Wie mache ich das denn? Mache ich das auf die harte Tour? Rhetorische Frage. Ne? Oder gibt es da irgendwelche anderen Ansätze? Und da bin ich mal gespannt, was es da für Ansätze von deiner Seite aus gibt. Genau. Und ob es immer die harte Tour ist oder manchmal oder nie, ja. Wir werden das durchaus gleich uns auch nochmal differenzierter dann anschauen. Ja, wollen wir direkt einsteigen? Ja, von meiner Seite her sehr gerne. Du hattest ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen geteasert mit neuen Informationen aus dem Status Quo Agile. Genau, richtig. Also vielleicht insgesamt mal so, du hattest ja auch gesagt, ist jetzt ja eine gewisse Pause da gewesen. In der Zeit ist natürlich wieder einiges passiert. Unter anderem übrigens bin ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden von Personen, die sich das hier angehört haben, freut mich natürlich sehr, freue mich auch immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen, also gerne immer auch uns gegenüber deutlich machen, wenn Sie das interessiert, wenn das spannend ist, wir freuen uns da über Rückmeldungen. Auf alle Fälle. Was ist in der Zeit passiert, was finde ich zumindest bemerkenswert? Ein Punkt, wo ich kurz mal darauf hinweisen möchte, weil ich auch gemerkt habe in meinem Umfeld, dass das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, gab eine größere Studie von der Boston Consulting Group, die haben untersucht, welche Erfolgsfaktoren zur effektiven Organisationsgestaltung beitragen, also gemessen nachher dann in Umsatz, Wachstum und auch Ergebnis. Und ja, für diesen Kontext hier sehr interessant. Boston Consulting hat halt festgestellt in dieser Studie, dass die agile Arbeitsweise mit Abstand der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Und übrigens auch der zweite besonders wichtige Faktor, also der dann direkt danach kommt, ist die effektive, wertschaffende Zentrale. Und da kann man natürlich auch wieder sehr gut das PMO dann da drin sehen. Oder ich denke mir, das ist dann halt auch in Teilen das PMO. Also das Thema, was wir hier haben, scheint wirklich auch von anderen so eingestellt zu werden, dass es aktuell sehr, sehr wichtig ist. Ja, du hast die Folien hier dabei, die wir auch wieder dann in die Shownotes packen, beziehungsweise in der YouTube-Version dann passend zum Ton einblenden. Da sehe ich auch hier praktisch effektive, wertschaffende Zentrale, was du als PMO bezeichnest, da haben sie die Funktionen dazu geschrieben, Ausübung der strategischen Rolle,
Best Practice Sharing, Exzellenz in Unterstützungsfunktionen, das klingt tatsächlich so nach PMO. Ja, ja gut, ich denke, es werden sicherlich noch mehr sein, aber so zumindest sowas wie Best Practice Sharing, das wäre für mich auf alle Fälle auch das PMO ein ganz wesentlicher Treiber. Ja, von daher, ich habe auch gemerkt, dass das an vielen Stellen viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Vielleicht auch nochmal eine wichtige Hilfe, um zu argumentieren, warum man sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch in der eigenen Organisation. Mhm. Genau. Dann hätte ich noch zwei Punkte sozusagen in eigener Sache. Zum einen ganz klassisch, obwohl ich mich ja viel mit agilen Methoden auseinandersetze. Ich glaube ja nach wie vor, dass auch das klassische Projektmanagement eine Rolle spielt und dass vor allen Dingen auch Kenntnisse vorhanden sein sollten bezüglich des klassischen Projektmanagements. Ich glaube sogar, dass das an vielen Stellen eher sogar eine Voraussetzung ist, um gut agil arbeiten zu können. Und dadurch motiviert haben wir jetzt endlich herausgebracht unser Buch, das PM-Haus, Projektmanagement mit dem PM-Haus. Ist jetzt ein, zwei Wochen ist es erschienen und ist wirklich ein Einsteigerbuch für ganz klassisches Projektmanagement. Aha. Also so Zielgruppe Menschen, die sich auch das erste Mal damit auseinandersetzen oder nochmal wieder reinschauen wollen. Es gibt natürlich schon eine Menge Bücher in dem Kontext. Wir haben es jetzt nochmal geschrieben, also wir, das ist die Jutta Putzer und ich, haben es geschrieben, weil wir glauben, dass zwei Dinge wirklich ganz gut sind. Das eine ist, wir haben eine Struktur, kann man auch dann wieder in den Folien sehen, nämlich eben dieses PM-Haus, was alle Aufgaben des klassischen Projektmanagements berücksichtigt. Das glauben wir, gibt eine tolle Orientierung. Mhm. Und das zweite ist, wir haben ein durchgängiges Praxisbeispiel auch da drin mit dem Herrn Felix von dem FlexVelo, wo er als sozusagen die ganzen verschiedenen Themen an einem Beispiel durcharbeitet. Okay. Ein Einsteigerbuch, ich glaube, es kostet irgendwie nicht mal 8 €. Von daher hoffen wir, dass da viele Menschen darüber so eine gewisse Orientierung auch finden, wenn die sich dann damit auseinandersetzen. Und das... Ja, an der Stelle, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Frage zum Buch. Weil wir auch hier im Rahmen von PMI den Podcast machen, inwieweit lehnt sich das an irgendwelche Standards an, wie PMI oder von der GPM oder Prinz oder was auch immer? Oder welche Rolle spielen die da in dem Buch gegebenenfalls? Also es lehnt sich an keinen der großen Standards an. Es ist wirklich eben sehr grundlegend. Es sind auch, ich glaube, 200 Seiten, wirklich sehr grundlegend. Es ist eigentlich nur wirklich ein grundlegender Überblick, was gehört zum Projektmanagement dazu und was verstehe ich darüber. Okay. Es ist als Einstieg gedacht, es steht nicht irgendwie in Konkurrenz oder auf Augenhöhe mit den verschiedenen Standards. Es ist eine ganz andere Zielgruppe, ganz anderes Zielsystem. Okay. Schön. Du wolltest ja, noch... Ja, vielleicht findest ja das... Bitte? Vielleicht findet es ja Interesse bei dem einen oder anderen, um ja, nochmal so reinzuschauen oder wenn jemand anders das sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Genau, und ich kann natürlich auch es nicht unterlassen, kurz nochmal darauf hinzuweisen, Ende Mai haben wir unser Praxisforum, Praxiswerkstatt, 30. und 31. Mai, unter anderem mit Keynotes vom CIO der BASF Group und dem CIO der Messe Frankfurt und für die Agilisten sicherlich sehr spannend, am 31. ist der Stefan Waschk, Head of Agile Center of Excellence bei Volkswagen mit dabei, der also schon seit vielen Jahren das agile Thema bei Volkswagen treibt und strukturiert und für mich auch immer so ein wichtiger Orientierungspunkt ist in Sachen Agile Center of Excellence. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch noch interessant. Ja, klingt jedenfalls interessant. Cool. Auf alle Fälle. Also wir sind schon sehr froh über das Programm und die Praxiswerkstatt sehr anwendungs- und umsetzungsorientiert. Einen weiteren wichtigen Punkt habe ich noch, der wirklich, glaube ich, auch sehr stark schon in unsere Thematik dann wieder reingeht. Nämlich, wir haben ja auch in den letzten Folgen schon gesprochen über unsere Studienergebnisse. Und ja, wir haben jetzt die Studie 2016-2017 von die dritte internationale Studie Status Quo Agile abgeschlossen. Wir haben es geschafft, über 1000 Teilnehmer aus über 30 Ländern zur Teilnahme zu bewegen. Und ein paar Sachen hatten wir uns davon ja schon mal angeschaut. Vielleicht nur so ein paar Highlights. Der Studienbericht ist für alle, die es interessiert, verfügbar unter status-quo-agile.de, die deutsche Version, .net, die englischsprachige Version. Aber
ein paar Highlights hier. Ein Thema, was ja immer gerne und viel diskutiert wird, ist, welche agilen Methoden haben welche Bedeutung, wie verbreitet sind sie? Mhm. Und wieder hat sich gezeigt, jetzt auch in der dritten Durchführung, also Scrum und Kanban sind zumindest in der Studienteilnehmerschaft sind die zwei wirklich wichtigsten Methoden mit ziemlichem Abstand Scrum. Also wenn und Menschen und Unternehmen über agile Methoden sprechen, dann sprechen sie wirklich sehr, sehr oft über Scrum in der Anwendung. Die sind nach wie vor oben, hat sich da an den an den Abständen irgendwas geändert, großartig oder signifikant? Also die Abstände da oben sind meines Wissens, ich habe es jetzt nicht präziser, aber die Abstände sind zumindest sehr ähnlich geblieben. Okay. Mhm. Also, Gleichabstände sozusagen, jetzt nicht irgendwas überraschend Neues, aber du wolltest gerade ansetzen zu einer Neuigkeit. Genau, also was neu ist, das haben wir leider dieses Jahr oder dieses Mal das erste Mal auch überhaupt als Option gehabt, aber das ist schon sozusagen gleich sehr hoch gerankt worden, das Thema DevOps. DevOps ist sozusagen direkt auf den vierten Platz gekommen. Und das ist schon, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Also DevOps, das Zusammenlegen von Development und Operations, das ist, ich hatte es schon vermutet, aber hier sehen wir es wirklich nochmal. Das ist wirklich inzwischen schon ein sehr wichtiges Thema. Also viele Unternehmen, die im agilen Bereich unterwegs sind, sind auch wirklich dann mit DevOps unterwegs. Interessant, ja. Das hat sich wohl wirklich sehr verbreitet und ich merke es auch in den Gesprächen mit den Unternehmen, diese Trennung zwischen eben Entwicklung und danach Betrieb wird in den Prozessen, in den Strukturen immer mehr halt auch als Schwierigkeit wahrgenommen, dass eben da Kommunikation und Abstimmung verloren geht. In den neuen Report, den hatte ich mir noch nicht im Detail angeschaut, aus welchen Industriebereichen hattest du diese 1000 Teilnehmer hauptsächlich? Wo war da der nächste Batzen dabei? Wir sind wirklich über alle Branchen breit verteilt, haben aber sicherlich eine überproportionale Verteilung, wenn man das mit der gesamten Wirtschaftsleistung vergleicht, im Bereich IT und Services. Mhm. Also da sind sicherlich überproportional viele Beratungshäuser und IT-orientierte Häuser mit dabei. Okay. Aber es sind durchaus alle oder ja, sind praktisch alle Branchen dabei, nur mit einer überrepräsentierten Anteil aus dem Bereich Services und IT. Da merkt man halt eben auch, wer sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist eben immer die Schwäche einer so aufgebauten Studie, dass man halt auch ungleichmäßig gut die Teilnehmer erreicht. Ja, das ist ja nicht schlimm, solange man das irgendwie noch einschätzen kann und aufzeigen kann, wie ist denn die Verteilung und dann kann man sich dann versuchen selbst, ich meine, das ist dann subjektiv, aber man kann dann so ein bisschen sich selbst noch ein Bild davon machen. Ne? Genau, man muss halt eben immer vorsichtig sein mit solchen Zahlen und man muss sie entsprechend einordnen. Man darf da nichts zu genau auf die Nachkommastelle betrachten und man muss immer berücksichtigen, dass solche Studien immer ihre methodischen Schwächen haben. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, auch aus der Status Quo Agile und das finde ich auch eine interessante Entwicklung im Vergleich zwischen 2014 und der Erhebung 2016. Was wir sehen ist, dass agile Methoden eben auch zunehmend außerhalb der Softwareentwicklung eine immer größere Rolle spielen. Also der Anteil von Teilnehmern, die sagen, sie nutzen agile Methoden in der Softwareentwicklung, ist zurückgegangen. Zwar nur leicht, aber doch schon sichtbar. Und die IT-nahen Themen und Aktivitäten ohne besonderen IT-Bezug sind von der zweiten zur dritten Studie nochmal deutlich hochgegangen, insbesondere das IT-nahe. Was in meinen Augen eben auch nochmal zeigt, dass jetzt wirklich immer weiter verstanden wird, dass agile Methoden ganz was anderes sind als eben nur Software-Entwicklungsmethoden, sondern, und das sehen wir ja, sind wir wieder bei der Studie, die wir am Anfang hatten von BCG, sehen wir ja auch so agile Führung, agile Führungsprinzipien, das spielt eine immer größere Rolle, zusammen auch mit dem Thema Digitalisierung momentan. Mhm. Das wird immer weiter in Zusammenhang gebracht und wird auch, sag ich mal, im immer größeren Kontext gesehen. Ja, stimmt. Ich gucke mir gerade die Folie an. Da hat sich in dem Bereich IT-nahe Themen, hat sich das ja eigentlich verdoppelt vom Prozentsatz her. Ja. Das ist schon signifikant, ja, klar. Ja. Also ich merke das aber auch
in den Diskussionen. Also die Diskussionen verändern sich. Es ist, es wird eben nicht mehr so stark diskutiert auf Konferenzen, in Workshops und so weiter. Kann man überhaupt agile Methoden, also zwei Themen werden nicht mehr so diskutiert. Es wird nicht mehr so diskutiert. Ist das nur eine Mode? Ist das, wird das nur, wird das bald wieder vorbei sein? Das ist inzwischen allgemein akzeptiert, dass es eben durchaus einfach gekommen ist, um zu bleiben, dass das einen nachhaltigen, grundlegenden Wandel bedeutet, auch wenn natürlich nicht alles nur super ist in dem Umfeld, aber das verändert nachhaltig die Art und Weise, wie wir Projekte und die Thematik sehen. Das ist der eine große Punkt. Und der zweite Punkt eben auch, das ist doch nur für die Softwareentwicklung. Also die Diskussionen finden einfach nicht mehr statt. Ja, das ist eigentlich schön zu sehen, dass die es tatsächlich dann bewährt hat. Ja, da können wir ja jetzt einen guten Haken schlagen und sagen, okay, jetzt haben wir praktisch die Fakten, das setzt sich immer weiter durch. Wenn wir noch nicht dabei sind und denken, es ist für uns wichtig, auf den da mitzumachen im agilen Bereich, wie machen wir das denn dann? Wie fange ich damit an als PMO? Genau. Genau, und da sind wir dann wirklich jetzt im Kern des heutigen Themas, also wie agile Methoden einführen. Und dazu würde ich gerne das Thema aus verschiedenen Aspekten heraus beleuchten und möchte eben nicht einfach nur ein Kochrezept jetzt darstellen, eine Standardvorgehensweise, so und so muss man es machen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern möchte auch nochmal so das ein bisschen einordnen. Deswegen so der erste Punkt, start with the why. Ich sollte mir schon genau überlegen, wie ist meine Ausgangssituation, wie sehen auch die Ziele aus, die ich überhaupt verfolge? Warum will ich überhaupt agile Methoden einführen? Also nur weil sozusagen jetzt irgendwie alle agile Methoden einführen und irgendwelche Studien zeigen, dass es gut ist, das ist ja ein bisschen wenig. Obwohl, klar, agile Methoden zeigen, das habe ich ja auch nochmal ein paar Ergebnisse auch wieder aus der Status Quo Agile, zeigen einfach, dass sie insgesamt, die Anwender sind sehr zufrieden damit. Also 73% sagen, dass sie Verbesserungen bei Ergebnissen und Effizienz realisiert haben. Das ist auch wieder jetzt Status Quo Agile, neue Version. Und wir sehen es halt über die verschiedenen Bereiche hinweg. Ergebnisqualität, Teamwork, Planungssicherheit, Effizienz, Geschwindigkeit, Produkteinführungszeit, Innovation, Kundenzufriedenheit, Genauigkeit der Bewertung der Fortschritte, gesamte Leistungsfähigkeit, überall agile Methoden, insbesondere Scrum, schneiden da sehr gut ab. Da überlege ich natürlich, dass ich das sozusagen auch machen möchte. Aber sehr spannend finde ich eben auch, wir haben gefragt, warum haben sich Unternehmen dazu entschlossen, agile Methoden einzuführen, damit zu arbeiten. Es sind eben auch Themen wie Qualität und Reduktion von Risiken. Mhm. Also Themen, wo die Diskussion zumindest vor ein paar Jahren noch so lief, nach dem Motto, das lässt sich nicht steuern und die Qualität ist schlechter und die schlechter. Dokumentation. Das ist genau möglich. Das ist praktisch die Gründe, die früher als Gegenargumente in den Köpfen existierten, heute durch Zahlen belegt sind, dass das eigentlich positive Argumente sind für Agilität. Gut, also das sind wirklich nochmal harte Argumente, dass man es machen will, aber trotzdem, und jetzt komme ich zu dem Punkt, auf den ich da hinaus möchte, sind natürlich die Ausgangssituationen in den Unternehmen und damit auch die Motivationen sehr unterschiedlich. Also ich spreche mit allen möglichen Unternehmen, treffe alle möglichen Unternehmen, von Menschen, die immer noch so ein bisschen skeptisch sind, über Unternehmen, die sagen, wirklich, wir haben eine ganz schwierige Situation, wir können jetzt sozusagen nur noch mit agilen Methoden jetzt irgendwie raus, weil wir brauchen einfach eine disruptive Veränderung. Andere sagen halt, wir wollen einfach noch ein Ticken besser werden. Oder heute gerade wieder ein Telefonat gehabt, wir haben einfach keinen Überblick über unsere Aktivitäten in der Produktentwicklung, im Automotive-Umfeld. Wir wissen einfach nicht, wo wir stehen. Das Reporting ist nicht aussagekräftig. Riesen Bandbreite von Themen und von Argumenten, die einzelnen Organisationen jeweils dazu treiben. Und das ist sicherlich auch schon mal einer der ganz entscheidenden Punkte, die dann auch nachher das Vorgehen beeinflussen werden. Was ist meine Ausgangssituation? Was sind meine spezifischen Ziele? Also eben dieses Start with the Why. Warum? Was mache ich das? Was will ich damit erreichen? Und dann auch, wie sieht der Rahmen aus? Also habe ich das, was wir im Englischen so schön als die Burning Platform bezeichnen? Habe ich also wirklich
dramatischen Druck. Das wird natürlich auch Konsequenzen für die Einführung haben. Dann bin ich als Organisation bereit, mit ganz anderer Konsequenz an das Thema ranzugehen, bin auch bereit, größere, ja, wirklich auch Schmerzen zu ertragen. Na klar. Oder geht es einfach darum, dass ich sozusagen noch einen Tick besser werden möchte, so auch zu sehen möchte, dass ich mich nicht auf Dauer abhängen lasse? Und das sind sehr unterschiedliche Situationen, die natürlich zu sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen führen. Das muss man entsprechend auch berücksichtigen. Wichtig ist, dass man individuell wieder schaut, wie sozusagen das zu der Organisation passt. Ein weiterer Punkt, den ich für unglaublich wichtig halte, auch gerade in der praktischen Umsetzung, ist, was heißt das jetzt eigentlich, wir wollen agile Methoden einführen? Mhm. Momentan ist natürlich jetzt auch so eine Gefahr dabei, jetzt ist irgendwie anscheinend alles toll, wenn es agil ist. Und dann besteht natürlich eben auch die Gefahr, dass das jetzt irgendwie, weil es alle machen oder weil das jetzt sich gut verkauft, dann zum Beispiel eine Methodik wie Scrum eingeführt wird. Und trotzdem das gesamte Mindset und der Planungsrahmen drumherum, wir hatten ja in früheren Folgen über solche Sachen wie Water Scrum Fall und so weiter gesprochen, die werden dann einfach immer noch so starr durchgeführt und so starr umgesetzt. Dass es de facto eigentlich, ja, dass es pro forma dann vielleicht agil ist, aber die Werte und die wirkliche Steuerung findet immer noch sehr, sehr klassisch und sehr rigide und sehr wenig flexibel statt. Und das sollte ich mir halt auch wirklich überlegen. Ich selbst argumentiere natürlich, dass es in der Quintessenz vor allen Dingen darum geht, agile Werte und Prinzipien zu realisieren und zu verstehen, um eben kontinuierlich zu optimieren, kontinuierlich zu verbessern, um schnell genug, um flexibel genug, um kundenorientiert genug zu sein in Zeiten der Digitalisierung. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man auch immer im Auge behalten muss, dass man nicht nur pro forma agile Methoden oder Techniken einführt, sondern dass es das muss halt richtig gelebt werden. Im Endeffekt, das muss gelebt werden und es muss wirklich verinnerlicht werden. Und die Frage ist wieder, wie man es macht. Ich glaube ja durchaus auch, dass man auch Werte und Einstellungen durch operatives Machen, durch Doing verändert. Also vielleicht ist es ja durchaus auch ein Ansatz zu sagen, wir machen jetzt erstmal formal das und darüber verändern wir dann auch unsere Sicht auf die Welt, unsere Werte. Das mag ja eine Strategie sein. Wir schauen uns gleich sowas noch an oder wir sprechen gleich sowas noch mal kurz an, aber der entscheidende Punkt ist, ich muss immer wieder hinterfragen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Und aufpassen, dass ich nicht nur formal, gerade Scrum bietet sich dazu an, weil alles so detailliert beschrieben ist, nach dem Motto, check, jetzt haben wir Scrum und jetzt ist alles fertig. Ja, die Gefahr, die besteht da gerne. Ja. Ein weiterer Punkt, der mir noch am Herzen liegt, das merke ich halt, oder das ist ein Thema, was immer wieder auch in den Trainings und so weiter eine große Rolle spielt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, das Einführen von agilen Methoden ist natürlich eine komplexe Herausforderung und nicht etwa eine komplizierte oder gar eine simple Herausforderung. Und wir wissen ja, komplexe Themen erfordern emergente Vorgehensweisen. Das heißt, wir müssen eben agil agieren. Wir können nicht erwarten, dass wir das Thema lösen können, dadurch, dass wir einfach ein Kochrezept abarbeiten. Also es wird nicht sinnvoll geben können, ein übergreifendes Kochrezept, ein Vorgehen, so musst du das machen und das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das kann nicht funktionieren bei einer komplexen Thematik. Was es geben kann, sind natürlich so Prinzipien, was man machen, was man vermeiden soll oder was man unbedingt machen soll, aber kein Kochrezept. Das macht total Sinn, ja. Da hatten wir ja schon öfters angesprochen, dass es eben in jeder Firma irgendwie wieder auch individuell ist, die Situation von der Kultur her, von den technischen Herausforderungen und von der Komplexität und der Kompliziertheit der Projekte und dass wir da dann auch dieses Kinefin-Modell eher anwendet und dann ja Case by Case die Sachen durchgeht.
Genau, also das kommt natürlich noch dazu. Der Zielzustand auch wieder, starten wir bei diesem Start with the Why, wo will ich überhaupt hin, sind wir wieder bei dem Thema, was wir in den früheren Folgen auch hatten mit den hybriden Ansätzen und so weiter. Ja, so viel vielleicht sozusagen der zur Vorrede, und das ist, glaube ich, da etwas, was jede Organisation sich vorab erstmal vergegenwärtigen sollte. Warum mache ich das? Was sind meine Ziele? Was will ich überhaupt erreichen? Und dann, wenn wir dann soweit sind, dass wir sagen, wir haben da Ideen festgehalten, was wir erreichen wollen, und wir wissen unsere Ziele, dann wäre so der nächste Schritt nach der Theorie dann zu sagen, woran messe ich denn, wenn ich jetzt dann irgendwann mal angefangen habe, woran messe ich denn, dass ich dann auf dem richtigen Weg bin und erfolgreich bin? Wahrscheinlich. Ja, Messung ist sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema, übrigens auch gerade im Agilen. Vielfach wird ja geglaubt, dass man im Agilen nichts messt, nicht so viel messen kann oder nicht messen sollte. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das messe, und das kann ich zum Beispiel auch anhand meiner Ziele gut machen. Und ich kann eben auch solche Sachen wie Einstellungen und so weiter, kann ich ja auch durchaus messen im Unternehmen. Das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt, den man auch mit auf die Reise nehmen sollte. Was erwarte ich? Denn wenn wir agil sind, dann heißt das eben auch, dass wir die ganze Zeit über nutzbringend unterwegs sind und eben nicht so in Richtung Big Design upfront darauf hoffen, dass irgendwann am Schluss dann ein riesentolles Ergebnis kommt. Bringt uns vielleicht auch so zu dem Thema, worauf muss ich achten auf dem Weg, und wenn ich so das gestalte und mir überlege, wie ich es gestalten will. In dem Zusammenhang bin ich persönlich der Meinung, dass es einige Themen gibt, die tendenziell sehr viel diskutiert werden, die aber in der Praxis gar nicht unbedingt immer die Hauptherausforderungen sind. Ich habe mal vier mitgebracht. Das sind die Themen Team, Messen, Messbarkeit, Planbarkeit und auch schließlich die formale Integration. Okay. Gehst vielleicht mal rückwärts an. Also das Thema, was oft diskutiert wird, ist ja, wie kriege ich das denn jetzt in ein klassisches Projektportfolio hinein, das Reporting und so weiter. Geht das überhaupt? Und ja, das geht hervorragend. Eigentlich wird sozusagen das gesamte Controlling sogar noch besser, weil dieses leidige Thema, was wir sonst immer haben, Fertigstellungsgrad, das hat sich jetzt ja sozusagen an vielen Stellen aufgelöst oder zumindest vereinfacht, weil wir jetzt ja so eine 0-1-Logik haben. Also Produkte sind fertig oder nicht. Das ist also sogar eine Vereinfachung. Ein anderes Thema ist das Thema der Planbarkeit. Ja, da haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir auf lange Zeit schwieriger planen können, aber auf kurze Zeit eben viel zuverlässiger planen. Das Thema Messen und Messbarkeit, da müssen wir halt etwas andere Methoden auch an den Tag legen. Da arbeiten wir eben viel mehr visuell und viel mehr mit vereinfachten Darstellungen, wo dann aber eben auch sowas wie Kultur, Zufriedenheit, Storypoints, Geschwindigkeiten und so weiter dargestellt werden können. Ein Thema, wo ich persönlich wahrscheinlich abweiche von dem, was viele Menschen in dem Umfeld sagen, ist das Thema Team. Weil meine wird ja sehr viel auf Konferenzen und auch in den Büchern und so weiter argumentiert, wie man das Team jetzt dahin bringen kann, dass es wirklich agil arbeitet. Und also um es klar zu sagen, natürlich ist das ein wichtiger Punkt und das ist der absolut entscheidende Punkt auch. Aber die Erfahrungen, die ich hatte, waren oftmals die, dass das eigentlich ganz gut geklappt hat, wenn man das richtig begleitet hat. Also gibt immer einzelne Kandidaten, die wirklich sich nicht wohlfühlen in dem Umfeld, die vielleicht noch blockieren. Aber das ist in meinen Augen ein Thema, was überproportional viel gestresst wird. Ich habe wir haben das auch im Rahmen der Studie Status Quo Agile diskutiert oder nicht diskutiert, abgefragt. Und da wurde es wirklich von den Teilnehmern mit 70% als wichtigster Faktor, als wichtigste Herausforderung eingeschätzt. Okay. Muss ich so zur Kenntnis nehmen, das sehen die Studienteilnehmer augenscheinlich als die wichtigste Herausforderung. Mit meinen persönlichen Erfahrungen passt es halt nur nachgeordnet zusammen, weil wir eigentlich andere Themen gesehen haben, die noch viel herausfordernder sind.
Wir haben oft gesehen, dass das an vielen Stellen das mit dem Team recht gut läuft, wenn man das in der richtigen Art und Weise den Menschen nahe bringt. Und vielfach sehen wir eben auch, dass Menschen, also dass Teammitglieder ganz begeistert sind und dass eben auch Teammitglieder sehr schnell und gut sich da drin zurechtfühlen und eben sogar auch Mitarbeiter, die eigentlich schon mehr oder minder sich aus dem Job verabschiedet haben, auf einmal mit neuer Idee wieder mitmachen. Mhm. Ja. Du hattest die Herausforderung eher in anderen Bereichen gesehen. Das gab dann dieses Fünf-Stufen-Modell, das du da mal vorgestellt hattest, in dem, wo ein Teil genau. war, das sozusagen eher Richtung Management das Problem zu sehen war, weil dadurch auch das ganze Reporting irgendwie sich ändert. Genau, ja, Reporting und die Art und Weise, wie auch der Auftraggeber mitspielen muss. Mhm. Genau, das sind eben so, kommen wir mal zu den Themen, die wirklich schwierig sind. Ein Thema, was wir ja auch schon mal angesprochen hatten, ist, dass PMOs selber oftmals gar nicht so gut aufgestellt sind. Da werden wir in der nächsten Folge dann ja nochmal drüber sprechen. Sind die wirklich in der Wolle gefärbt? Haben die so das Skillset, das Wertesystem und so weiter, um das optimal zu unterstützen? Also da haben so ein paar verschiedene so kleine Tests und so gezeigt, dass PMOs sich selber dabei gar nicht so optimistisch einschätzen. Ein weiteres Thema ist die Kultur übergreifend im gesamten Unternehmen. Also eben nicht nur im Sinne von dem Team selber, sondern wie wird der Erfolg gemessen im Umfeld? Wie wird beauftragt? Wie wird das von der Seite her gesehen? Und da merken wir halt eben, dass sozusagen viele Organisationen sich da dann im Umfeld schwer tun, wenn nicht mehr so viel Nachkommastellen, Reporting und so weiter reingesteckt wird, wenn nicht so viel formal geplant wird, nicht so detailliert auf lange Sicht geplant wird, sondern stattdessen viel mehr so visuell gearbeitet wird und wenn viel mehr Entscheidungen auch auf Teamebene gebracht werden. Das muss da halt auch erstmal in die Organisation hineinkommen. Darf ich nochmal kurz zurück zu dem PMOs sind oft nicht optimal aufgestellt Thema. Kannst du das so ein bisschen untermauern oder ein bisschen weiter erläutern? Woran haben die jetzt festgemacht, dass die PMOs nicht so richtig aufgestellt sind? Also was ich hier jetzt auch mit reingebracht habe als Folien auch, ist etwas, das war hier auf dem PMO-Tag letzten Herbst in Nürnberg, wo ich einfach mal mit, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer waren das, ich schätze mal so circa 50 Teilnehmern oder so, einfach mal gefragt habe nach dem Motto, halten Sie agile Methoden für ein Zukunftsthema? Ja, da haben alle zugestimmt oder zum größten Teil. Ist es das Thema des PMOs? Ja, sehen auch noch sehr viele so. Und dann ist das PMO gut für diese Aufgabe aufgestellt. Da sagen dann, da streut es dann viel breiter und da ist auch viel mehr Nein dabei. Das heißt, viele PMOs, zumindest in der Stichprobe, aber das passt eben auch sehr gut zu dem, was ich an vielen anderen Stellen gesehen habe, in vielen anderen Gesprächen mitbekomme, viele PMOs sehen sich selber gar nicht so optimal aufgestellt. Und das sind natürlich eine Vielzahl von Faktoren, die da reinspielen. Wir haben PMOs, die teilweise eher so klassische Reporting-Aufgaben nur machen, also Zahlen aufaggregieren, Statusberichte aufaggregieren, dann ist das natürlich keine so richtig gute Basis. Ich sehe tatsächlich nach wie vor noch, dass teilweise Mitarbeiter von PMOs einfach nicht sozusagen die grundlegenden Skills in Sachen agil kennen. Also wo ich dann wirklich auf einer Veranstaltung sozusagen noch merke, dass selbst das agile Manifest nicht richtig bekannt ist oder dann kommen Rückmeldungen wie, es wäre schön gewesen, wenn man mal dieses Scrum so richtig erklärt hätte. Oh, okay. Und das ist ein Thema, wir machen inzwischen ein Webinar, wo das in 3 Stunden in den Grundlagen zumindest mal dargestellt wird, zumindest die Mechanik. Das sind so Themen, aber noch viel schwieriger ist, dass eben auch das PMO sich an vielen Stellen, glaube ich, in der Vergangenheit so entwickelt hat und definiert hat darüber, dass es vielfach auch so eine detaillierte, weit in Voraus gehende Planung unterstützt. Und mit der Kultur und der Denke, da muss ich jetzt natürlich oftmals einen Schwenk dann machen. Okay, ja, dann verstehe ich das ein bisschen besser, weil das war mir sonst so jetzt rein von der Aussage her sonst ein bisschen zu grob gewesen, aber wenn dahinter steckt, dass das prinzipielle agile Verständnis fehlt oder
Ja, klar. Oder nicht also, Fokus auf dem Reporting eher so. Pauschaliere ja, jetzt hier natürlich ja, ganz, ganz unzulässig und ganz brutal sozusagen, nicht? Aber ich sehe halt eben, dass viele PMOs also sich dabei schwer tun, dass viele PMOs auch oftmals so sehr systematisch und strukturiert Dinge erst analysieren wollen, bevor sie einfach mal so dieses in Experimenten arbeiten und so. Das scheint viele PMOs auch Kulturthema zu sein. Ja gut, mit der Erklärung ist ein bisschen greifbar. Das, okay, ja, verstehe. Ja. Okay, du hattest ja noch andere wichtige Themen erwähnt, die die Hauptherausforderungen sind. Wollen wir da nochmal kurz drauf eingehen? Ja, genau, sehr gerne. Also weil das ist eben meine Wahrnehmung, dass das oftmals auch gar nicht ausreichend berücksichtigt wird. Also die zwei Kernthemen, die wir eigentlich immer sehen, sind das Thema Umfeld und Auftraggeber. Auftraggeber, also sprich die PO-Rolle, die ist eben sehr herausfordernd in dem Sinne, dass die PO-Rolle, wie sie jetzt zum Beispiel im Scrum-Framework geschnitten ist, die ist an sich einfach unglaublich herausfordernd. Ich meine, ich muss die Fähigkeit besitzen, mit dem Team zu kommunizieren. Ich muss ein unglaubliches technologisches Verständnis haben. Ich muss die gesamte Architektur verstehen, die Technologien. Ich muss in der Lage sein, das in diese kleinen Inkremente zu schneiden, die sollen auch noch nutzbringend sein. Und ich muss das in die Organisation hineintragen können, zum Kunden hintragen können. Ich muss ja im Endeffekt auch die Ressourcen einwerben. Ich muss ja schließlich das nachvollziehbar machen, warum wir das Geld da reinstecken. Das ist an sich eine sehr herausfordernde Aufgabe von der Sache her. Und interessanterweise ist das wahrscheinlich auch kulturell an vielen Stellen eine herausfordernde Thematik, weil doch wohl oftmals noch die Denke da ist, dass man so dieses, ja, ich sag immer, Fire and Forget macht. Also man schiebt irgendwo den Auftrag rüber und hofft dann darauf, dass auf magische Art und Weise dann das Produkt, was man vielleicht gar nicht so gut spezifiziert hat, aber wiederkommt, so wie man das eigentlich gerne gemeint hätte. Und das ist halt von der Sache her herausfordernd und die Auftraggeber müssen sich da intensiv beteiligen und das ist in vielen Organisationen sachlich und emotional und wertemäßig ein Riesenchange. Das bedeutet, also eine der zentralen Empfehlungen wäre für mich immer, wenn man agile Methoden einführen will, auf den Product Owner zu achten. Zum Beispiel in der Form, dass man den am Anfang sehr gut begleitet, dass man ihn wirklich dabei unterstützt, das Backlog zu zerlegen, auch den persönlich wirklich nochmal coacht oder sie natürlich auch coacht dabei, wie man das macht, sehr viel zu reflektieren und so weiter. Das wäre schon eine wirklich dringende Empfehlung, die wir auch entsprechend oder was ich halt eben auch schon vielfach sozusagen erleben konnte, dass das den entscheidenden Unterschied macht. Ein weiterer Punkt ist wie gesagt das Umfeld, die ganzen Reporting-Systeme, aber auch unterstützenden Bereiche und so weiter, die dazu zu bewegen, dass sie einfach in diesen Denkmodus reinkommen. Ein Beispiel, wo ich momentan sehr viel Berührungspunkte habe, ist eben das Thema Einkauf. Das ist ja auch ein verbreitetes Thema im Agilen, auch auf vielen Konferenzen und so weiter. Wir sehen eben an vielen Stellen einen Einkauf, der sich über die letzten 10, 20 Jahre immer weiter so in Richtung Werkvertrag entwickelt hat, versucht darüber alles auszudefinieren, Risiken zu minimieren und vielleicht auch besonders gute Konditionen zu bekommen. Und jetzt stehen wir auf einmal da und sagen, alle zwei Wochen wird alles neu definiert. Das ja, wird der ganze Vorgang in Frage gestellt, ja klar. Ja, es wird, also passt nicht mehr. Da ist der Einkauf, wir hatten ja eben über PMOs gesprochen, die jetzt eine Herausforderung haben, da scheint mir der Einkauf hat noch viel größere Herausforderungen. Das beginnt man da jetzt auch zu erkennen. Wir haben jetzt mit dem Bundesverband Materialwirtschaft und Einkauf, mache ich unter anderem jetzt auch so ein Seminar, das Thema jetzt wirklich wahrgenommen wird, aber das ist für ganz viele Organisationen noch ein riesenweiter Weg. Und das ist einfach auch von der Sache her herausfordernd, weil natürlich hat der Einkauf ja auch die Aufgabe zu schauen, dass er die besten Konditionen rausholt. Na klar. Aber das wäre jetzt eher so ein Beispiel für Burning Platform, was du am Anfang erwähnt hattest? Jetzt mit dem Einkauf, ja. Jetzt, oder? Ja, weil du sagst, vorher lange, lange Jahre Vorlauf und jetzt plötzlich alle zwei Wochen was anderes.
Ja, also vom Prinzip das vielleicht nicht. Ja. Ein Beispiel dafür, dass das sozusagen aus einer Ecke auf einmal bei der Einführung heraus Schwierigkeiten kommen, Sand ins Getriebe reinkommt, wo man an vielen Stellen gar nicht drüber nachgedacht wurde vorab. Mhm. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich merke oder dass ich wahrnehme, dass sehr viel immer über das Team diskutiert wird. Mhm. Und dann kommt sozusagen aus einer ganz anderen Ecke heraus die Schwierigkeit. Okay, ja, verstehe. Und deswegen eben so Aussage, Auftraggeberrolle, PO, manchmal steckt ja auch ein Gremium dahinter und Umfeld, da wirklich drauf schauen. Genau. Und guter Tipp. Ja, dann deswegen so kritische Erfolgsfelder, bevor wir gleich auch nochmal ein paar Beispiele dazu reingehen, wie das so aussehen kann. Auftraggeberunterstützung, Umfeld. Dann, wir hatten ja über solche Sachen wie Part-Time-Scrum gesprochen und so Hybrid, dass man das durchaus machen kann, aber dann das konsequent umsetzen muss und vor allen Dingen auch für das Team, das ist wieder das Thema Umfeld, auch für das Team einen geschützten Raum einrichten muss. Also dass wirklich das Team im Rahmen der Entwicklungsarbeit geschützt arbeiten kann. Da tun sich viele Vorgesetzte dann auch sehr schwer damit. Dann haben wir eben oftmals eine typische Situation, dass der Vorgesetzte nicht unbedingt der Projektleiter oder Projektvorgesetzte ist. Und dann ist das Bestreben immer da. Das ist sicherlich auch eine schlechte Kultur aus klassischem Projektmanagement heraus, nach dem Motto, Müller, machen Sie doch nochmal eben das hier nebenher und so weiter. Okay, ja. Das muss rein in die Organisation. Pragmatische Ausgestaltung, Teilzeit, Scrum, ähnliche Sachen. Wie gesagt, einige sagen, sowas geht gar nicht. Ich glaube schon, dass es geht. Ich habe es mehrfach halt auch gesehen, dass es gut geht. Aber wenn wir uns auf Kompromisse geeinigt haben, dann müssen wir sie nachher sehr, sehr konsequent dann auch so halten, dass es nicht so ein immer weiteres Erodieren dann gibt, bis wir dann nachher wieder bei den alten, nicht zielführenden Strukturen sind. Zwei Punkte, die noch wichtig sind. Das eine ist Messen. Also nur weil wir agil sind, sollten wir nicht aufhören zu messen. Da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten auch und die sollten wir auch nutzen, zu messen, wie wir vorwärts kommen, wie unsere Velocity ist, wie die Zufriedenheit ist, wie die Kundenorientierung ist, wie die Werte sind. Gut. Ja, und ein weiterer Punkt, der sicherlich auch sehr wichtig ist, ist es, eine realistische Erwartungshaltung zu schaffen. Auf den ersten Blick ist es relativ offensichtlich, dass wenn man eine vollständig neue Methodik mit neuen Prinzipien, neuen Werten einsetzt, dass das auch eingeübt werden muss und dass das am Anfang nicht so reibungslos alles funktioniert. Aber ich sehe immer wieder, dass das in der Praxis nicht so optimal umgesetzt wird. Das wird einfach nicht gesehen an der Stelle. Und wenn ich etwas neu ausprobieren will, etwas neu machen will, muss ich halt auch dafür Zeit einrechnen und muss auch davon ausgehen, dass es die ersten Male nicht klappt. Man spricht ja oft auch so von einem Sprint Null, das ist eine Thematik, die ich eigentlich auch ganz schön finde vom Bild her, dass man eben in dem ersten Sprint durchaus noch oftmals keine große Leistung bringt und mehr mit der Methodik als mit den Ergebnissen beschäftigt. Mhm. Also wenn er gerne so extreme Ziele gesetzt, aber das ist natürlich dann nicht unbedingt zielführend, wenn man immer den Level zu hoch setzt. Es muss schon irgendwie realistisch sein, dass auch dann das Spaß macht, die Ziele zu erreichen. Genau das. Und also wenn dann noch Druck ins Team reinkommt und so, das ist vollkommen kontraproduktiv. Und das ist eben auch wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, vor dem Hintergrund, dass wir ja am Anfang meistens noch Freiräume haben. Mhm. Also wenn jetzt ein Team oder eine Person diese Aufgabe hat, das so ein bisschen zu begleiten, den Prozess, dann kann sie sich noch, sag ich mal, einen genügenden Freiraum erarbeiten oder kann ihn einfordern. Hm. Wenn ich das mitten im Prozess sage oder dann im Nachhinein sage, ja, ist ja eigentlich klar, wenn ihr drüber nachdenkt, so schnell konnten wir nicht performen, dann wirkt das natürlich nicht so gut. Nee, das ist ja die Ausrede. Das heißt, am Anfang frühzeitig deutlich machen. Hm, klar. Ja, schick. Dann sind wir mit dem Abschnitt jetzt durch. Jetzt hattest du noch was mitgebracht, um so prinzipiell Vorgehensweisen zur Einführung agiler Methoden vorzustellen. Genau, ich hatte ja gesagt vorhin, und das ist mir auch sehr wichtig, es gibt kein Kochrezept, keine standardisierte Vorgehensweise Schritt für Schritt, aber ein paar Beispiele, ein paar Bereiche zeigen vielleicht mal so, wie sowas aussehen kann. Na cool, bin ich mal gespannt.
Und das Erste, was ich zumindest mal nochmal kurz so anreißen möchte, ist so diese Situation, so Burning Platform, also wenn wirklich, sag ich mal, sehr großer Druck drauf ist. Dann ist die Einführung in dem Sinne an manchen Aspekten natürlich zumindest formal am einfachsten, also dass wir eine formale Situation bekommen, dass die Leute nach dem neuen Verfahren arbeiten. Wichtig ist auch sicherlich, Dringlichkeit zu machen, dass es verstanden wird. Der John Cotter, der spricht da ja immer von diesem Sense of Urgency als Basis überhaupt für alle Veränderungen, und das ist sicherlich wichtig, dass alle verstehen in der Organisation, jetzt ist es ernst, jetzt geht es darum. Mhm. Und dann muss man sicherlich das auch vorleben, es ist wichtig, dass die Führungskräfte es vorleben, und da gibt es auch Beispiele, ich denke jetzt so im Banking-Umfeld zum Beispiel an mindestens ein Unternehmen, die dann auch konsequent gesagt haben, da mussten wir uns dann auch von einzelnen Kollegen sogar trennen im Extremfall, die einfach sozusagen in dieser Welt nicht leben konnten und damit nicht zurechtgekommen sind. Also da... Ja, ist natürlich ein harter Schritt, ja klar, aber... Es ist auf alle Fälle ein harter Schritt, es ist aber sozusagen aus Sicht der Person, die das jetzt umsetzen will, ist es manchmal sogar eine Vereinfachung, weil man natürlich Dinge abkürzen kann. Ja, klar. Mhm. Frage ist, wie nachhaltig das dann immer ist. Weil vielleicht die Kollegen formal dann sozusagen mitmachen, aber eigentlich nie so richtig begriffen haben, warum sie das jetzt alles machen. Mhm. Ja, klar, da gibt es, glaube ich, irgend so ein Beispiel von, hast du ich vergessen, von wem das ist, aber wer vom Team fährt denn im Bus mit und wer fährt nicht im Bus mit? Und dass man sich das halt ganz genau überlegen soll und dann manchen Leuten eben andere Verkehrsmittel zur Verfügung stellen, sag ich mal. Ne? Gut, und also ich denke mir so, die Burning Platform, die ist sicherlich an vielen Stellen, ich meine, überhaupt, dass man so eine Burning Platform hat, ist sicherlich nicht erfreulich, aber sie bietet eben auch sozusagen die Chance zur notwendigen Konsequenz. Einen anderen Ansatz, den ich auch, der mich sehr stark immer prägt in der Denke, ist ein Thema, was Herr Boris Kneißl von SAP mir nahegebracht hat. Der nennt das Theory U, in Anlehnung an die Theory U von Glaser Lamson. Idee ist ungefähr folgende. Ich beginne damit, dass ich erstmal gar nichts verändere, weil ich davon ausgehe, dass sozusagen eben nicht dieser Sense of Urgency da ist, dieser Dringlichkeitssinn da ist und vielleicht auch gar nicht sozusagen so eine Bereitschaft da ist, sich so zu verändern. Und dann ist der adäquate Ansatz, der Dinge sichtbar zu machen, und da bietet sich natürlich Kanban an. Okay. Ich visualisiere also die Arbeit, visualisiere den Flow, ich visualisiere die Flaschenhälse. Und darüber kann ich dann vielleicht im Team auch eine höhere Akzeptanz finden dazu, dass wir uns systematischer organisieren, dass wir nach agilen Prinzipien arbeiten und kommen dann vielleicht dahin, dass wir zum Beispiel eine Methode wie Scrum einführen. Mhm. Und vielleicht sitzen noch nicht alle agilen Werte und Prinzipien so fest, aber über Scrum werde ich halt sehr stark über dieses Rahmenwerk auch zu gewissen Verhaltensweisen gezwungen, und dann komme ich vielleicht irgendwann dahin, dass ich eben diese über dieses gelebte und dann internalisierte agile Methodenset bzw. die agilen Werte, dass ich dann sozusagen irgendwann auch nicht mehr dieses Korsett das Scrum benötige und dann wiederum mich auch außerhalb zum Beispiel der Scrum-Taktung, der Scrum-Sprints und Scrum-Rollen wieder bewegen kann. Aber dann weil in einer agileren Variante. Vorher war das ja praktisch auch außerhalb des Agilen, aber dann in der klassischen Variante, und dann hat man sozusagen so eine Transformation durch erlebt und kann dann frei agil arbeiten. Klingt schön. Ja, ich glaube auch, dass er durchaus was dran ist, also durch sozusagen Ausprobieren und Erkenntnis und sichtbar machen, dass man sieht, was für Dinge funktionieren und nicht funktionieren. Und ich bin ja unbedingt ein Freund davon, der eben sagt, es ist ja nicht das Entscheidende, dass wir jetzt nach Scrum oder irgendwas arbeiten, nach irgendeiner Methode, sondern das Entscheidende ist, dass wir diese agilen Werte und diese Prinzipien haben, und auch die sind wiederum vor allen Dingen mal Mittel zum Zweck.
damit wir eben produktiver sind, kundenorientierter und so weiter. Ja, hatten wir auch schon mal, genau, ja, stimmt. Ja, wenn man sich dann also auf die Wurzeln immer wieder zurückbesinnt, dann ja, macht das guten Sinn hier. Also das wär jetzt praktisch ein Ansatz, sozusagen das Team, das für sich selber entdeckt und da weiterkommt. Mhm. Zwei andere Beispiele habe ich noch, die vielleicht auch so als Bilder mich treiben. Das eine ist ein Beispiel, was ich miterleben durfte, so in einem überschaubaren Scope, also sprich so eine Art erweitertes Projektteam, wo dann sehr, sehr gezielt sozusagen das auch eingeführt wurde. Das Ganze folgte so einer gewissen Ablauflogik, um jetzt spezifisch in diesem Projektscope eine Agilität einzuführen. Die ersten Schritte waren, die Basis zu klären, also dieses Start with Why. Was sind jetzt also aktuell so die Themen, die wir erreichen wollen? Das fand dann auch nicht nur mit dem Projektteam insgesamt statt, sondern zum Beispiel auch mit Führungspersonen. Mhm. Was läuft momentan nicht so gut? Was erhoffen wir uns vom Agilen und so weiter? Das wäre so der erste große Schritt. Der nächste Schritt ist dann eben der, dass geschaut wird, wo finden wir denn jetzt gute Räume, in denen wir diese neuen Methoden einsetzen können, ausprobieren können, kleine Erfolge feiern können. Aber sicherlich auch lernen können, wie denn in der spezifischen Organisation denn agile Methoden funktionieren können. Das heißt, so Richtung Pilot geht das. Und den muss man sehr vorsichtig auswählen. Früher hätten da sicherlich viele Menschen so vor allen Dingen mal aufs Produkt geguckt, nach dem Motto, kann ich das gut stückeln? In meinen Augen und nach meiner Erfahrung sind aber eigentlich die Punkte wieder Umfeld und Auftraggeber noch viel wichtiger. Hm. Haben wir Vorgesetzte, die mitmachen, haben wir Auftraggeber sich einbindet. Solche Themen wie wirklich auch räumliches Umfeld sind ein Thema in ganz vielen Unternehmen. Selbst wenn viel Geld im Spiel ist, ist es ein Riesenthema, einen vernünftigen Raum zu finden, wo das Team zusammensitzen kann und solche Sachen. Und das sind so die Themen, die sollten sozusagen noch in der kleinen Gruppe vorbereitet werden. Okay. Und dann, also wir sind ja immer noch dabei, dass wir sozusagen überlegen, wie können wir jetzt sozusagen agil in diese Thematik hineintragen. Und dann fange ich an, auf der Basis wirklich die Methodik und vor allem auch das initiale Backlog in einer kleinen Gruppe, idealerweise mit dem Product Owner, gemeinsam auszuarbeiten. Und wenn das so einigermaßen steht, dann kann ich sozusagen die Arbeit zusammen mit dem Team beginnen. Natürlich sollte ich vorher auch schon mal mit dem Team so ein bisschen mich ausgetauscht haben, dass eine Bereitschaft überhaupt da ist, weil die kriegen das natürlich auch mit, was da passiert. Aber Themen wie eben die sinnvolle Auswahl, Aufbau des Backlogs und so weiter sollten schon einigermaßen weit fortgeschritten sein, bevor ich dann sozusagen mit dem Team in der Breite arbeite. Und in dem Moment, wo ich dann praktisch mit dem Team starte, ist die Erfahrung, dass eigentlich es gar nicht so sinnvoll ist, so riesig große Schulungen zu machen. Dass es eben keinen Sinn macht, meinetwegen ein, zwei Wochen vorher riesige Classroom-Schulungen zu machen, sondern so solche Methoden wie Scrum oder oftmals führt man ja auch nur Teile der Methoden ein, die lassen sich relativ schnell, zum Beispiel innerhalb eines Tages oder innerhalb eines halben Tages oder meinetwegen zwei Tagen, lassen die sich schulen. Und was viel wichtiger ist für den Lernen und sag ich mal, Verhaltensänderungserfolg, ist, dass die ganz konkret vermittelt werden, ganz konkret, warum machen wir das und wie machen wir das jetzt? Wie sieht das jetzt in unserem Aufgabenfeld aus? Mhm. Also weg von diesen abstrakten Classroom-Schulungssituationen, viel mehr zu, was direkt haben wir verstanden, was wir jetzt zukünftig anders machen wollen, warum und wie sieht das jetzt wirklich aus? Wie arbeiten wir jetzt ab morgen? Und dann gleich, genau, gleich umsetzen, gleich tun, ausprobieren. Mhm. Und dann gleich umsetzen, gleich ausprobieren und aber jemanden sozusagen am Rande, also an der Seite stehen haben, der vielleicht am Anfang ein bisschen mehr drauf schaut, mit der Zeit aber immer weniger, der einfach auch Rückmeldung gibt. Ja, genau so hat man das gemeint und an der Stelle überlegt nochmal, haben wir da jetzt das Ziel wirklich mit erreicht und so weiter. Dass am Anfang so ein bisschen Stütze da noch gegeben wird und dann mit der Zeit aber das schnell weniger werden kann. Ja. Fachlich
was halt eingeübt werden muss, ist wieder dieses Thema Product Owner. Wie zerlege ich die Aufgabenstellung? Wie schaffe ich so einen Backlog zu pflegen? Mhm. Das ist eben auch ein Thema, was begleitet werden muss. Und dann bin ich eben ohne eine große Analyse, ohne riesige Schulungs-, also Classroom-Schulungsaufwände, bin ich dann eben schon sozusagen im Operativen und ich bin noch lange nicht richtig gut und da muss noch unheimlich viel, muss da noch verbessert werden, kann da noch verbessert werden. Aber das mache ich eben auch agil. Und wenn das dann fruchtet, wenn das gut läuft, dann geht das meistens schon von alleine, dass dann andere Bereiche sagen, über die Vorgesetzten oder über die Teams nach dem Motto, ja, da können wir doch vielleicht auch von profitieren. Ja, aber die Leute begeistert drüber reden und Erfolge sichtbar sind, dann verbreitet sich das wahrscheinlich von alleine. Mhm. Ganz genau, das ist dann halt da die Chance. Aber was mir wichtig ist, ist eben auch so der Unterschied zu dem, wie viele klassische Projekte sonst auch aufgesetzt werden. Also keine riesengroße Analyse, kein riesengroßes Sollkonzept, keine großen Schulungen vorab, sondern relativ schnell und überschaubar. Ich merke, dass das viel, in vielen Unternehmen führt das zu Irritationen nach dem Motto, ja, aber wir wollen das jetzt auch wirklich richtig machen und so weiter. Müssen wir dann nicht noch ein bisschen analysieren und nochmal ein Konzept mehr machen und so weiter? Und, ja. Der Switch ist eben der, dass man stattdessen weniger schult, weniger konzeptioniert und mehr dann begleitend Coaching unterstützend dabei ist und dafür sorgt, dass das dann funktioniert. Und dann Erfahrung sammeln. Mhm. Ja. Wir haben ja jetzt alles auch so aufgesetzt, dass wir in kleineren Abschnitten arbeiten. Deswegen ist es ja nicht mehr so katastrophal wie bei einem Projekt, was wir auf 1,5 Jahre geplant haben, wenn wir kleine Fehler machen. Mhm. Wenn wir ein Projekt auf 1,5 Jahre planen und nach 1,5 Jahren feststellen, wir waren auf der falschen Schiene, dann ist es eine Katastrophe. Mhm. Wenn wir am Anfang die Sprints vielleicht sogar noch kürzer machen als die 2 Wochen, zum Beispiel Wochensprints, dann lernen wir innerhalb von Tagen, ja, der Teil hat funktioniert, der andere nicht. Ja, ja, dann müssen wir halt gucken, wie wir was anders hinbekommen. Schwingt man sich viel schneller ein, ja, klar. Und das ist eine Veränderung, die auch nicht überall allen so leicht fällt. Mhm. Ja, ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Also Analyse und Konfiguration wirklich jeweils nur 1 Woche. Und dann Ramp-up, also das ist dann praktisch die intensivere Begleitung über sowas wie 2 Monate. Und danach läuft dann die eigentliche Aktivität, wo dann von der Seite, also von der externen Unterstützung praktisch nur noch ab und zu mal reingeschaut und unterstützt wird. Okay, dann geht es ja relativ zackig. Ne? Am Anfang sehr intensiv im Coaching und hinterher. Genau. Ja, aber das ist eben auch nicht keinesfalls die Idee, dass das jetzt sozusagen alles auf Dauer begleitet und vorkonzipiert werden muss. Wie gesagt, ich habe durchaus Unternehmen schon kennengelernt, die waren total irritiert. Ja, das ist halt, wie du schon oft gesagt hast, so eine Kulturfrage und wie leicht sich die spezifischen Leute, die da gerade betroffen sind, eben dann auf was Neues einlassen können und ihre Arbeitsweisen und Denkweisen ändern können. Ne? Ja. Es ist eben auch ein anderer Denkansatz. Es ist ja eben auch nicht sozusagen das Versprechen, dass das jetzt sozusagen in viel kürzerer Zeit funktioniert und dann ist es gleich perfekt da, sondern der Denkansatz ist ein anderer. Mhm. Dann fangen wir an zu arbeiten und dann werden wir laufend besser. Wir haben Methoden und Ansätze, dass wir wirklich auch besser werden. Das Risiko ist begrenzt. Wir haben es eingeplant. Es ist okay, wenn am Anfang nicht alles 100%ig läuft. Und außerdem auch ganz wichtig, wir sind sowieso nie fertig. Ja, stimmt. Also es wird nicht diesen Zustand geben, wo wir dann sagen, okay, check, jetzt haben wir das eingeführt, jetzt sind wir da. Jetzt wissen wir, wie es geht. Es geht halt immer weiter. Dann, ja. Geht immer weiter und es wird immer weiter überlegt und gefeilt. Man muss sagen, teilweise geht es auch wieder 2 Schritte vorwärts und dann wieder einen halben Schritt zurück und so, muss man auch sagen, aber es ist halt kontinuierlich entsprechend da. Gut, und dann sind wir mit relativ geringem Analyseaufwand, relativ geringem so Classroom-Schulungsaufwand, sind wir relativ schnell sozusagen in der Thematik selber drin und schaffen es hoffentlich recht bald dann auch produktiv nutzbare Ergebnisse zu haben. Das lässt sich mit Part-Time-Scrum, wie gesagt, kombinieren und führt dann eben auch dazu, dass wir bedarfsorientiert schulen und begleiten, auch für die unterschiedlichen Zielgruppen und so weiter.
was zunehmend ein Thema ist, was ich momentan merke, ist, dass eben auch so, dass als Führungsthema jetzt verstanden wird, jetzt ist überall so, dass die Vorstände und so weiter jetzt mit agiler Führung sich auseinandersetzen und da Workshops auch durchführen. Ja, das wäre mal so, wie gesagt, es muss individuell gemacht werden, aber das wäre mal so ein paar Gedanken dazu und ein paar Beispiele, wie das so auf diesem typischen Scope ist, wenn ich jetzt ein Projekt habe, was ich sozusagen agilisiere. Mhm. Du hättest noch ein Beispiel für eine Einführung, glaube ich, dabei, oder? Mhm. Genau, dann habe ich noch mal ein anderes Beispiel, zumindest so in Ausschnitten dabei. Da ist der Denkansatz jetzt wirklich ein anderer. Da reden wir jetzt, da ist die Frage auch, inwieweit wir überhaupt noch von einem klassischen Projekt sprechen können. Da reden wir jetzt wirklich von einem größeren Bereich, also im dreistelligen Bereich Mitarbeiter, die involviert sind, in großen Entwicklungsprozessen und Betriebsprozessen, wo wirklich also großes Volumen auch da ist und wo eben die Zielsetzung auch die ist, sich zu überlegen, wie können wir nach agilen Prinzipien insgesamt diese Leistungs- und Koordinations-, Integrations- und Release-Prozesse verbessern? Ja, ganz spannende Frage. Und da, denn das, was ich eben dargestellt habe, war ja so auf Ebene Projekt. Also im Agilen sagen wir da ja immer 7 plus minus 2 oder jetzt 3 bis 9 Personen. Was machen wir denn jetzt, wenn wir bei mehreren 100 Kollegen sind? Das geht so ein bisschen in dieses Richtung Skalieren des Projektes. Es geht aber auch schon ein bisschen so in die dauerhafte Organisation rein. In so Entwicklungsorganisationen, Betriebsorganisationen. Und auch da gilt all das Vorhergesagte, da gibt es auch keinen einen richtigen Weg, da gibt es kein Kochrezept. Ich habe aber mal ein Beispiel auch mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Was ein sinnvoller Ansatz ist, ist der, sich nämlich mal zu überlegen, wenn wir sagen, wir wollen agil werden, was bedeutet das denn für uns? Also mit klassischem Scrum kommen wir da ja sowieso nicht mehr aus, weil Scrum hat immer so dieses Development-Team vor Augen mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Kollegen. Und dementsprechend können wir uns jetzt überlegen, wie können denn agile Prinzipien aussehen? Also zum Beispiel, dass man mehr Experimente macht, dass man in kleineren Inkrementen arbeitet, dass man die Release-Zyklen verkürzt, dass man aber auch die gesamten Durchlaufzeiten, also von der Idee bis zum Release, dass man das verkürzt, dass man agiler miteinander arbeitet, dass man diese Visualisierung auf Ebene auch von mehreren 100 Mitarbeitern hinbekommt, dass man sich intensiver austauscht, permanent optimiert, weniger Parallelarbeit hat, also Work in Progress begrenzt und so weiter. Und auch wieder abhängig von der Situation des Unternehmens lassen sich dann in relativ kurzer Zeit so ein paar, ich sag mal, Handlungslinien ableiten. Zum Beispiel, indem man so verschiedene Dimensionen mal aufbaut, Dimensionen, wo wir hinwollen. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel eine Strukturierung nach Prozessen. Wie sollen die Prozesse zukünftig aussehen oder in welche Richtung sollen sie sich entwickeln? So muss man es eher sagen. Wie sieht es aus bei den Teamstrukturen? Zum Beispiel solche Sachen wie heterogene, produktorientierte Teams. Wie sieht eine Steuerung und Monitoring aus, also übergreifende Betrachtung des Flows? Wie muss die IT-Architektur sich weiterentwickeln? Wie sehen zum Beispiel Tools aus, dass man zum Beispiel schneller testen kann, integrierter testen kann? Wo sind wir bei Kultur und Fähigkeiten? Wo wollen wir uns dahin bewegen? Dann eben auch wieder dieses Thema der Auftraggeberrolle. Wie soll der Auftraggeber sich weiterentwickeln? Was erwarten wir von dem? Was ist sein Beitrag? Und natürlich so ein Block Sonstiges. Und mit so einer Strukturierung lässt sich dann relativ gut aufzeigen, was bedeutet Agilität jetzt für uns? Also in welche Richtung wollen wir uns bewegen in diesen verschiedenen Dimensionen? Und wenn da ein gemeinsames Bild da ist, dann ist das eigentlich eine sehr schöne Basis, dass man in so einen systematischen Prozess hineingehen kann, dass man eben auch wieder Agilität fördern kann oder agile Methoden einführen kann. Das heißt, ich schaue mir an, oder ich strukturiere meine Arbeit in Etappen, zum Beispiel so 2 Monats- oder 1 Monats Etappen, und so ein agiles Transformationsteam
zerlegt jetzt das, was wir so als Zielbild haben, in viele Einzelabschnitte und überlegt sich, was kann ich jetzt in den verschiedenen Dimensionen im nächsten, in der nächsten Etappe jeweils so angehen? Was, wie passt das auch zusammen? Denn der, das ganze Unternehmen muss ja weiterlaufen. Wir können jetzt ja nicht ein halbes Jahr Auszeit nehmen aus dem Betrieb und, rausgehen. Das heißt, wenn ich an der einen Stelle was verändere, kann ich, was muss ich dann mit verändern oder was bedeutet das an anderen Stellen? Solche Sachen. Und dann hat das wieder Rückwirkungen sozusagen auf einen anderen Teilstream, wenn sich je nachdem wie der Fortschritt oder Erfolg, Misserfolg in dem einen Bereich war, kann das auf einen anderen Bereich dann nochmal zurück Auswirkungen haben. Und dann macht man in der nächsten Etappe dann wieder sozusagen ein neues Ziel mit den aktuellen Ausgangsvoraussetzungen. Genau. Und also ich muss halt aufs Konfigurationsmanagement achten, so das kennen wir auch aus dem klassischen Projektmanagement, also das Szenario muss in sich schlüssig sein. Und der Witz ist halt der, dass ich da jetzt sozusagen, ich habe ein Zielbild, das entwickelt sich natürlich auch laufend weiter, aber ich zerlege das jetzt in viele einzelne Etappen und komme dann zu so einer Art Scrum-Logik dann für die agile Transition. Okay. Das zeigt sich eigentlich, dass das auch relativ gut verstanden wird, dass es wirklich gut kommunizierbar und das hilft, dass ich auf der einen Seite nicht diesen Fehler mache, dass ich sozusagen in zu großen Abschnitten arbeiten will, also wieder das Szenario vermeide, dass ich sage, in einem Jahr wird alles besser und bis dahin müssen wir konzipieren, analysieren, planen und so weiter, sondern wir arbeiten in schönen kleinen Inkrementen, aber wir irren nicht durch die Gegend, sondern wir haben ja ein Zielbild. Und das ist, glaube ich, oder das zeigt sich eben auch, dass es wirklich eine ganz gute Vorgehensweise ist, um das Thema insgesamt anzugehen. Gibt natürlich immer noch eine Riesenmenge an Herausforderungen, aber das gibt der Sache zumindest mal so eine gewisse Struktur, so eine Ordnung und das ist ja immer wichtig. Ja, klar. Ganze IT-Architektur ändern, das klingt so. Ja. Schon großes Ding, je nachdem. Ja, klar, aber das sind ja auch teilweise Themen, wie ich zum Beispiel jetzt sozusagen auch, das geht ja bis hin zu den Themen, was ich zum Beispiel für Inkremente wiederum auch genau schneide und so weiter. Wir reden ja nicht immer davon, dass wir jetzt sozusagen drei Legacy-Systeme ablösen und mal kurz auf eine neue Plattform draufbringen, sondern wir reden über solche Sachen wie Microservices und so weiter, in denen wir jetzt sozusagen auch strukturiert arbeiten wollen. Also auch was wird jetzt Neues entwickelt. In der Sache bleibt es natürlich herausfordernd und das Bild ist auch nicht so einfach sofort in allen Köpfen dasselbe, aber es gibt zumindest mal ein Raster, in dem man arbeiten kann. Ja, ich glaube, das ist auch schon ganz hilfreich, um so die prinzipielle Vorgehensweise sich zu verdeutlichen. Das sagt, okay, das ist ja auch nur ein Beispiel sozusagen, nach welchen Streams und Schritten man das irgendwie aufsplitten könnte. Und es gibt, glaube ich, wie du sagst, das ist halt immer ein individueller Prozess, der halt von jedem Team irgendwie anders umgesetzt werden muss. Und das gibt aber ganz gute Gedankenanstöße hier. Ja. Ja, und es macht die Sachen greifbar. Und das ist ja immer wichtig. Wir brauchen irgendwo ein Raster, dass wir auch merken, dass wir vorwärts kommen und dass wir Dinge zerlegen können. Das Ganze setzt jetzt wirklich auch voraus, dass da dann wirklich ein vollständiges so Transitionsteam dabei ist, was wirklich sich damit auseinandersetzt. Also ein Lenkungsausschuss, der entsprechend der ganzen Sache auch, sag ich mal, eine strategische Absicherung gibt, eine entsprechende Relevanz gibt. Ein Product Owner, der eben genau diese Zerlegung macht in diese verschiedenen Etappen, der das auch jeweils à jour hält. Und dann natürlich auch Teams, die das zum Teil umsetzen und machen. Na klar. Der Rahmen, der muss dann stimmen. Hast du da, den dürfen wir wahrscheinlich nicht sagen, Beispiele, wo das erfolgreich gemacht worden ist? Oder also, sollten wir lieber nicht namentlich erwähnen? Ja, ich sag mal so, es ist ja auch, ist ja schon mal ein Foto zumindest mal mit dabei. Das okay, bleibt dann den Fähigkeiten der Zuhörer überlassen, ja, alles klar. Ja. Ich hoffe, dass das sich nicht so leicht entpixeln lässt. Na gut. Okay. Obwohl es sind eh wieder die Themen, sind ja sozusagen gemeinsame Ziele, wie man sich weiterentwickeln will. Das ist ja wenig dann sozusagen Produkt- oder unternehmensspezifisch. Ja. Das ist schon sehr unternehmensspezifisch, aber es ist eben einfach nur die Basis für einen Prozess. Ja. So sieht das aus. Da
Dann genau. haben wir noch ein weiteres Kapitel, das wir kurz durchgehen wollen, um welche grundlegenden Prinzipien es sich handelt bei der Einführung von agilen Methoden. Da wolltest du noch irgendwas Prinzipielles dazu sagen, glaube ich, ja? Genau, das ist so der Versuch, sozusagen das nochmal, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, was wir da alles an Beispielen und so weiter auch diskutiert haben, das nochmal sozusagen zurückzuführen auf ein paar Prinzipien. Und das sind in Summe 5 Prinzipien. Das erste und wahrscheinlich wichtigste Prinzip ist, wenn ich agile Methoden einführen will, dann sollte ich das nach agilen Prinzipien machen. Das ist schön rekursiv. Ja, ja, aber ich denke wirklich, dass das unbedingt so sein soll. So auch, hat auch was mit Walk the Talk zu tun, aber auch, dass es einfach am besten geht. Und das bedeutet eben keine zu große Analyse, also nicht diese berühmte Paralyse durch Analyse. Da tun sich viele Unternehmen am Anfang dann halt schwer damit. Das Ganze so gestalten, dass ich eben auch schnelle Lernkurven habe. Mhm. Also auch das Beispiel, was wir gerade eben gesehen haben, dass wir nach jeder Etappe dann wirklich auch sehen, kommen wir vorwärts. Dass wir von Anfang an auf Nutzen und Verbesserungen ausgerichtet sind. Das sind so Sachen, die wir früher so mit Quick Wins und so weiter auch gemacht haben. Das gilt eben auch genauso bei so einem Transitionsprojekt. Und ganz wichtig auch das Verständnis, es gibt kein Fertig. Mhm. Also es ist eben nicht Blueprint und dann haben wir Blueprint umgesetzt und dann tschakka, jetzt haben wir es geschafft. Sondern wir sind auf der Reise und das, was wir jetzt machen, ist hoffentlich besser als das, was wir vorher hatten und danach geht's weiter. Mhm. Das muss das Mindset sein. Ständige Continuous Learning, ständige Verbesserung, ja. Sowas, ja. Mhm. Da können wir halt viel auch so vom Lean lernen. Die haben das auf dem Shopfloor schon relativ gut umgesetzt und verstanden. Und das sind ja die gleichen Prinzipien. Mhm. Ein weiterer Punkt aus meiner Erfahrung ist, es gibt kein contentfreies Projektmanagement. Also der PO spielt eine entscheidende Rolle. Und um einen PO zu unterstützen, darf ich mich nicht meiner Sichtweise nicht zurückziehen. Da sage ich jetzt nicht zu, weil ich zum Beispiel als Coach neutral bin oder weil ich bin nur der Projektmanagement oder agile Methodenexperte. Ich muss schon auch ein bisschen eintauchen und mit, wenn ich das begleite, mich mit den Inhalten auseinandersetzen. Ja, definitiv. Ja. Also ja, es ist nicht die Trennung von Projektmanagement und inhaltlicher Arbeit, sondern da ist halt schon auch Verzahnung gefordert. Ja. Beide müssen da aufeinander zukommen, auch wenn vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte da sind. Mhm. Dann das Thema, wir hatten es ausführlich besprochen, das Erwartungsmanagement. Ich sehe halt, dass es in der Praxis eine große Rolle spielt. Ein weiterer Punkt, der Gott sei Dank jetzt auch weniger geworden ist. Es geht nicht um Glaubenskriege. Es geht nicht darum, wer jetzt die richtige oder die falsche Methodik hat. Und es geht nicht darum, ob agil besser ist als klassisch oder sonst wie was. Es geht einfach darum, was funktioniert und zwar nachhaltig und so, dass wir die Basis haben, um noch besser zu werden. Mhm. Ja, genau, es geht darum, besser zu werden. Und wenn das dann eine nicht agile Methode wäre, dann ist ja auch gut. Ne? Da werden ja dann praktisch diese Handlungsfelder uns auch mal angeschaut in der früheren Episode. Und da gibt es ja durchaus auch Anwendungsfälle dafür. Genau. Und ich habe den Eindruck, das ist so ein Thema, was ich zumindest wahrnehme in den letzten Quartalen, sage ich mal, ist das Gott sei Dank deutlich zurückgegangen von beiden Seiten. Es wird jetzt einfach pragmatisch geschaut, wie kriegen wir eine gute Methodik für uns hin, Gott sei Dank. Und dann haben wir schon vielfach gesagt, es gibt keine Patentrezepte. Ich muss schon individuell schauen, was passt bei mir. Und da gilt dann eben wiederum auch use your head. Damit bist du praktisch fast wieder beim ersten Punkt, agile Einführung. Damit ist genau. Ja, doppelt rekursiv. Sehr, sehr schön. Ja. Ja. So ist es. Ja, super. Mensch, das war ein nochmal so ein wilder Ritt mit vielen Informationen. Ich hoffe, das war jetzt verdaulich genug für die Zuhörer. Auf alle Fälle werden wir, wie gesagt, die Folien dazu packen und auch in der YouTube-Version die dann entsprechend wieder einblenden. Ja, Ayel, ich danke dir erstmal für heute, für die vielen Informationen von dir. Ich danke auch. Ich hoffe, es war, wie gesagt, verdaulich und ich hoffe, dass, ich meine, wir sind schon relativ umfassend auch auf verschiedene Aspekte eingegangen, aber ich hoffe, dass es sozusagen in den einzelnen Punkten jeweils immer deutlich geworden ist, was dahinter steckt und vor allen Dingen auch dann sozusagen der Gedanke dahinter deutlich geworden ist. Denn bei all diesen Sachen geht es immer darum, es muss Sinn machen, es muss nachvollziehbar, verständlich sein. Genau, super.
Ja, wenn ich jetzt noch einen kurzen Ausblick gebe, wir hatten uns ganz zu Beginn, bevor wir angefangen haben mit dieser Reihe von Episoden, so grob Gedanken gemacht, was für Themen wir denn alles noch adressieren würden. Und da hatten wir uns im Vorgespräch nochmal kurz geschlossen, wahrscheinlich kommt jetzt nochmal eine, vielleicht zwei Folgen, mit denen wir das, den Themenbereich dann abschließen werden. Und da machen wir das natürlich auch ganz agil hier, vorbildlich. Und ja. Ich freue mich, genau, jetzt, wenn wir da noch weitere Zuhörer haben werden. Und was auch cool ist, du hattest gesagt, du hast schon ein bisschen Feedback bekommen. Ich habe auch zwischendurch mal Feedback. Aber da könnte gerne mehr kommen, sodass wir am Schluss da vielleicht auch nochmal insgesamt drauf eingehen können, was an Feedback zu dieser Reihe von Podcasts gekommen ist. Mhm. Genau. Also die nächsten Abschnitte, da wird es dann wirklich drum gehen nach dem Motto, das hatten wir heute schon angerissen, wo steht das PMO und was muss das PMO selber machen? Wir haben ja heute drüber diskutiert, agile Methoden agil einführen. Und da muss ich natürlich auch ziemlich agiles Mindset haben, um sowas unterstützen zu können. Mhm. Ja, genau. Wir hatten uns da so eine Schlagworte zurechtgelegt. Was ist denn das agile PMO? Ist es Kathedrale und Bazar? Wie hängt das zusammen? Ne? Und auch wollten gegebenenfalls auch über dieses Conway-Gesetz der Selbstveränderung in dem Zusammenhang sprechen. Genau, der gute Conway kommt auf alle Fälle auch. Sehr gut. Ja, Ayelt, Mensch, vielen Dank. Ich habe zu danken. Hören wir uns demnächst nochmal. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, tschüss. Danke, tschüss.